So, willkommen zurück zur nächsten Folge Project Hospital. Mitarbeiter hat Erfahrung gesammelt, schön. Und ja, ein Tag ist in-game vergangen. Ich habe ja noch ein paar Patienten behandelt. Ja, 14, also 14, 24. Ich tippe mal so roundabout Tag 48 wahrscheinlich. Könnten wir es schaffen. Ansonsten, warum ich jetzt schon die Aufnahme gestartet habe. Influenza wurde krankenhausbehandelt und sehr zufrieden. Und dadurch kriegen wir 35% mehr Patienten. Erwartet heute 120. Ich denke, unser Wartesaal wird exorbitant platzen. Ja, wird er. Ganz kurz überlegt, ob ich vielleicht hier noch einen Wartebereich hinmache. Naja, mal gucken. So, wir... Ja, Patient ist aber ja klingt zu verlassen. Das wird heute sehr häufig kommen, diese Nachricht. Nichtsdestotrotz bauen wir erst einmal die nächste Station. Ja. Und zwar die Traumatologie. Würde ich gern bauen. Da diese mir am... Also, da ich die sowieso machen muss für die eine Versicherung. Von daher können wir das auch ruhig mal angehen. So, hier. 1, 2, 3, 4. Oh ja. Oh ja. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Aber nicht mit der Wand. So. 1, 2, 3, 4. Jo. Dann machen wir hier die Traumatologie hin. So, irgendwelche Besonderheiten da? Nö. Nö, eigentlich wie immer. Bereitschaft, Schwestern, Diagnose und Verbrennungsstation, Überwachungsstation. Gut, hier heißt es Verbrennungsstation. Das ist der einzige Unterschied. So, Traumatologie. Bereitschaftsraum. Bauen wir uns den kleineren, der müsste ausreichen. Schwesternzimmer reicht auch. Die kleine, da wären dann drei. Ja, es müsste passen. Daneben hätte ich gerne die Verbrennungsstation. Ne, andersrum. So. Jetzt können wir wieder zurück scrollen. Da kommt eine Toilette hin. Und hier vorne könnten wir hinbauen. Passt da die Überwachungsstation? Die würde passen. Dann machen wir hier die Überwachungsstation. Da sind einfach mal 6 Betten drin. Auch hier sind einfach mal 6 Betten drin. Kurios. Dann bauen wir hier wieder so eine Mini... Ja. So eine Mini-Abstellkammer. Und dann setzen wir noch... Was fehlt noch? Ach so, ja. Da müssen wir erstmal sagen... Ach, ich habe schon die falschen Bereiche gesetzt, wa? Nee, habe ich nicht. Sorry, mir fehlt natürlich wieder die Tür. Oh, every time the same. Wobei, das kann ja eigentlich offen bleiben. Das kann ja hier offen bleiben. Hier vorne müssen wir halt dann nur irgendwann zubauen. 1, 2, 3, 4. Ach. So, 1, 2, 3, 4. Eine Tür, Traumatologie. Wie machen wir denn die? Oh, sind braun. So, können wir gleich generell die Türen ändern. Weiß, weiß. Brown, brown. Und die blaue. Quatsch. Nicht WC-Tür, sondern die hier in blau. Habe ich die hier noch in weiß? Ne, die ist auch in blau. Gut. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren, oder? Ja, jetzt erkennt das. Dann brauchen wir noch Operationssaal, Kardiografiebereich und Diagnosestation. Gut. Kardiografiebereich. 1, 2, 3, 4. Operationssaal. Und Diagnosestation. Und dann sind wir fertig. Super. Verbinden wir hier ganz kurz noch und dann haben wir den gesamten Bereich fertig, ne? Ja. Gut. Achso, ganz kurz. Ab.
Stellraum muss der auf jeden Fall noch mit dazu. Korridor muss noch mit dazu. Was? Nur Planung, nicht auf Fundament. Oh. Oh, gut. Oh, das ist so. Mm. So mm, ist das. Ach, jetzt kommen mir die scheiß Türen dazu. So. Ein bisschen kürzer machen. Vier breit. Drehung. Ab dafür. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Achso, da muss übrigens eine Wand gesetzt werden. So, jetzt ist der Bereich auch zu. Und jetzt müsste auch der Korridor funktionieren. Sehr schön. Gut. Putzfrau, Mann. Oh. Putzfrau? Null. Nehmen wir die 19-Jährige. Laboranten. Sehr gut. Und sie. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Stufe 3, also schon Maximum. Wir sind eigentlich auch schon bei 125 Mitarbeitern. Auch krass. Drei Pfleger werden für den Tag gebraucht. Hm. Alle nicht geil. Eins. Sehr gut. Zwei. Und nehmen wir ihn noch. Den machen wir zum Stations... Nee, halt, jetzt mal ganz kurz gucken. Du wirst... Ja, Stationspfleger, ne? Rezeptionist ist richtiger Quark. Und du hast noch keine Spezialisierung. Ja. Nee, muss so. Und sehr gut. Für die Nacht nehmen wir sie und sie. Medizinische Chirurgie. Nee, auch Stationspfleger. Muss ich nochmal durchgehen, ob ich das bei den anderen gemacht habe. So, auf jeden Fall passt es erstmal. Jetzt würde ich mir gerne einen weiteren Charakter erstellen. Boah, jetzt geht's los. Wo konnte ich denn das machen? Da, glaube ich, ne? Ja, Charaktereditor. Schön. Männlich, wir sagen mal, er ist 26. Also er ist auf jeden Fall schon mal ein R. Oh ja, ja. Haare, ich habe gewisse Vorstellungen, die mir nicht erfüllt werden können wahrscheinlich. Nö. Dann gibt's die Friese. Bert habe ich auch eine gewisse Vorstellung. Wäre mir auch nicht erfüllt. Dann machen wir es so. Augen hat er. Kiegt er ein bisschen traurig. Nase. Zack, Lippen. Accessoires braucht er nicht. Sonnenbrille würde ich ihm gerne aufsetzen, aber das ist natürlich Quatsch. So, Falten hat er auch noch nicht. Der Kollege Barney. Humble. Barney Humbles. Ja, Facharzt muss er sein. Da kommen wir nicht drum herum. Du wirst bitte... Guter Chef? Nimmt Gehalt, ist mir egal. Enthüllt verborgene Boni von Personal, nachdem er mit ihnen interagiert hat. Auch nicht schlecht eigentlich, ne? Bonuserfahrung für Diagnosefertigkeit. Ne, das ist auch egal. Unruhigend. Ah, Untersuchungen macht er aber nicht. Schnell lernt, ist mir eigentlich egal. Freizeit um zu lernen, ist mir auch egal. Ich würde fast den geselligen Menschen machen. Und als negativ können wir machen... Machen wir den langen Arbeitsweg. Den finde ich tatsächlich noch am entspanntesten. Da kommt er halt ab und zu mal zu spät, aber... Naja, gut. Können wir mit leben. So, warum ist er jetzt wieder 30? Hab ich nicht gesagt 26? So, zack, zack, zack. Da, da, da. Facharzt, ganz genau. Erstellen. Ja, so, dann gibt es ihn hier bitte. Dann gibt es sie. Und dann müssen wir noch ganz kurz ein bisschen ummodeln. Genau, ach shit. Traumatologie, okay. Er ist Anästhesist. Kann aber theoretisch auch Unfallchirurg machen. Dann würde ich sie tatsächlich mal in die Nachtschicht stecken.
Wir brauchen nämlich noch einen, der operieren kann. Ach, ich brauche auch OP-Pfleger für den Tag. Ja, da muss ich hier leider auf medizinische Chirurgie umwandeln. Und ja, sie lernt dann irgendwann Stationspflegerin. Und ich brauche trotzdem noch einen guten... Ja, nehmen wir ihn hier. Den Unfallchirurgen. Mission erfüllt. Ja. Station ist arbeitsfähig. Einzig, was jetzt noch fehlen würde, wäre der Weg. Also der Weg, hier die, das Interieur. Achso, hier fehlt theoretisch eine Lounge übrigens. Ja. Könnten wir hier hinsetzen. So, dann jetzt die weißen. Man sieht es ein bisschen schlecht. Achso, Eingang. Den Eingang theoretisch immer gesetzt. So, als Wandfarbe mache ich einfach mal die jetzt. Dann muss ich mal ganz kurz hier hoch seppen. Ah, der Gang ist natürlich sehr übersichtlich, ne? Also, schöne L-Form. Was ist jetzt los? Ach, shit. Entschuldigung. Das war natürlich nicht richtig. So. Und die Lounge. Würde ich jetzt einfach mal dahin setzen. Ganz kurz hier Haare entfernen. Ach so, gibt es überhaupt eine Lounge dafür? Nö, seht ihr, braucht man gar keine Lounge. Na dann habe ich auch keinen Fehler gemacht. Ja, gut. Fertig. Ab der Lümmel. Passt das alles? Naja, gut. Davon fehlt theoretisch noch eine Tür. Zwei Türen fehlen. Gut. Überschaubar. Mal gucken, wann die ersten... Ja. Achso, ich muss... Ich stelle gleich eine zweite Schwester für die Nacht ein. Weil ich glaube, das wird sonst nichts. So, du machst bitte Stationspflege. Muss ich doch nochmal kurz durchgehen bei den anderen Stationen. Also, innere... Obwohl, wir fangen mal hier an. Was ist das hier? Kardiologie. Medizinische Chirurgie passt. Stationspflege passt. Passt. Nein, du kannst tatsächlich dich voll auf Stationspflege beziehen. Und du auch. Ja, der Rest müsste ja auch passen. Anästhesie, Arzt. Ah, für die Nacht habe ich halt nur einen. Ich hole mal für die Nacht auch noch jeweils einen zweiten. Ja, ihr könnt eigentlich wirklich auf Diagnose gehen. Hier würde ich tatsächlich auch einen zweiten Arzt in der Nacht haben wollen. Ja, er isst halt ein bisschen viel, war schneller Stoffwechsel, aber ist okay. Chirurgie brauche ich wie gesagt nicht. Ihr geht auf Diagnose. Du musst noch lernen dafür. Innere. So. So, so, so. Anästhesie ist Quatsch. Fortgeschrittene Diagnose. Fortgeschrittene Diagnose. So, für den Tag würde ich auch nochmal einen zweiten holen. Und für die Nacht genauso. Diagnose. Anästhesie ist, wie gesagt, Quatsch in dem Bereich. Stationspfleger. Gar nichts. Rezeptionist ist falsch. Medizinische Chirurgie falsch. Gut, erledigt der Fall. Innere Medizin. Nee, Chirurgie ist das. Chirurg. Chirurg, Anästhesist. Nichts. Early Bird, langer Weg. Und sie dürfte auch noch nichts haben, genau. Schwestern. Stations... Ah, nee, halt. Ja, ja, sorry, sorry, sorry. Medizinische Chirurgie, Chirurgie und nichts. Nichts.
Und nehmen wir sie, sie hat noch nichts. Stationspflege. Gut, dann haben wir das mal ein bisschen aufgewertet. Beziehungsweise mal richtig gemacht. Auch von den Spezialisierungen her. Ja, da kollabiert. Kollabiert. Wow. Jemand. Ist übrigens noch keiner weiter gestorben. Schließe erfolgreich 3 Unfall-Events ab. Okay, wie mache ich das? Oh, ich muss da vorne übrigens erstmal die Wand zubauen. Oh. Das ist hier richtiger Quark. So. Nicht, dass die hier frei auf meinem Dach umherlaufen. Das wäre ja übelst blöd. Urst. Ungeil. Ach so, und ich muss den Gang noch erweitern. Ne, Verwaltung ist das, ne? Ja. So. Dann ist hier auch Licht. Und wir können eigentlich auch die restlichen Sachen setzen. Also Wände und so weiter. Hier habe ich es auch gar nicht gesetzt. Was habe ich denn überhaupt für eine Wand genommen? Ach, eine weiße. Das ist natürlich auch Quark. Dann machen wir doch die Wand hier. So. Dann haben wir den Eingangsbereich hier auch mal gesetzt. Jo. Ja, gut, das dazwischen, das können wir uns mal klemmen. Oh Gott, wir hoffen, dass es richtig rum ist. Jo. Gut, haben wir. Dann ist hier oben eigentlich alles soweit fertig, ne? Lange Wartezeit, ja. Aber da kann ich voll mit leben. Ja gut, Rettungswagen kommen auch noch an. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das mit den Unfall-Events auf sich hat. Des zweiten Ziels für die Schnellrastversicherung. Die Schnellrastversicherung, was ist denn die Schnellrastversicherung? Schnellrastversicherung. What the fuck ist denn die Schnellrastversicherung? Die gibt's hier überhaupt gar nicht. Vital Plus gibt's, aber nicht Schnellrast. Happy Life. Sind denn hier schon mittlerweile Patienten angekommen? Ach Gott, Covid-19. Ach, wenn ich das schon wieder lese. Wir machen eine Mikrobildeprobe. Ich hoffe nicht, dass es Covid-19 ist. Das wäre blöd. Was haben wir? Ron Graf abgeschlossen? Ja, da können wir direkt auch wieder eine mikrobielle Probe. Nee, wir machen die Stuhlprobe. Da war sie. So. Wegen Morbus Crohn. Und vielleicht auch wegen Laktoseintoleranz. Das weiß ich nicht. Da wird operiert. Gut, sie hat so gut wie alles. Jawohl, man lässt es sogar. Ist ein bisschen eingeschränkt. Ach, okay. Riesenzellenarteritis. Schön, schön. So, Maßnahmen abgeschlossen. Lee Barnes, Erschöpfung oder Insomnie? Ich habe keine. Boah, Alter. Wie konnte ich denn das rausfinden? Könnte man, ein. Hier, Pulsaxiom. Wenn ich mal gegen EKG. Ja. Da kollabiert jemand. Insomnie. Schön. Schlafmittel. Und nach Hause. 26. Dirp, dirp.
Okay, der muss wahrscheinlich in die... Ach nee, den können wir sogar selber behandeln. Muss jetzt trotzdem in die Neurologie. Kardiologie, sorry. Ja, zählt nicht als abgeschlossener Patient. Das ist halt blöd. Oh, ist das denn Balkanfieber? Photophobie, was ist denn das? Ach, Lichtintoleranz. Juckende Augen, Augenschmerzen. Dann machen wir mal... Oh, wir konnten irgendwas mit den Augen machen. Hier, da ist er doch. Ob die... Mal... Dings. Ansonsten machen wir mikrobiellen... Mikrobielle Probe. Was das genau ist. Patient kollabiert, ja. Autschi GmbH. Ja, da können wir ihn direkt zur mikrobiellen Probe schicken. Das ist tatsächlich so meine Lieblingssache, wie man vielleicht feststellen kann. Das geht sehr schnell. So, nächste Kollabierung. Hier ist auch schon der erste Patient eingetroffen. Oh, ich hoffe mal, dass ich da was rausfinde. Neurologische Tests, ja. Patient kollabiert. Ah, okay, sehr gut. Können wir aber nicht behandeln, muss in die Traumatologie. Gut, da wird einer abtransportiert. Sind denn unsere Traumazentren voll? Ah, okay, Plepharitis, antibiotische Salbe. Sind die voll? Ja, ja, kollabiert. Nein, nein, einer liegt da. Anatomie, Bluttransfusion, die kann ich aber nicht machen. Moja in die Innere. Wie voll ist es denn eigentlich? Oh, hält sich in Grenzen. Karpaltunnelsyndrom. Endoskopische Operation. Muss in die Orthopädie. Und zwar auch eingewiesen werden. Daumenschmerzen. Okay, der muss auch mikrobiell untersucht werden. So. Ah, es hält sich in Grenzen. Also, gut, 128 sollen heute angeblich kommen. Ich bezweifle das ein bisschen. Und es sind erst 3 Leute gegangen. Also entweder... Alter, okay, es sind 80 Patienten hier. Aktuell im Krankenhaus. Das ist natürlich massiv viel. Ach, das konnte man auch. Ich mache trotzdem eine mikrobielle Probe. Weil ich gerade nicht mehr weiß, wie man das herausfinden konnte. Es gab, glaube ich, eine Behandlungsmethode, da konnte man das rausfinden. Das, hier müssen ja die Ambulanzen müssen ja so exorbitant vollhängen. Hallo? Achso. Alter, Asbestose. Oh, super. Thorax. Kollabiert jemand? Kollabiert, Mann! Sie will verlassen. Ah, Asbestose oder Asthma. Ach du Alter, Scheiße. Patient will verlassen. Kollabiert. Scheiße, kriegen wir das raus? Patient geht nach Hause. Maßnahme abgeschlossen. Alter, Scheiße, wie kriegen wir das raus? Atemwegserkrankung. Mikroskopische Asbestablagerung. Ah, ich mache mal das hier noch ganz kurz und Abtasten des Halses. Scheiße, wie konnte ich das denn machen? Ja, sorry. Ja, ich weiß. Ach, Leute. Ich versuche mich doch schon zu beeilen. Blutuntersuchung, serologisch. PCR-Probenentnahme. An biologisch Material. Oh, ich muss irgendwie an die CT. Wir machen mal ein CT. Ja, ist doch gut.
Leute. Gebt mir doch mal ein bisschen mehr als Ermüdung. Ich bin müde. Ich bin auch jeden Tag müde. Deswegen renne ich doch nicht zum Arzt. Also ins Krankenhaus. Ja, ich weiß. Ihr wollt alle gehen. 74. Sind kollabiert. Oh Gott, chemische Verbrennung. Körperliche Untersuchung. Fuck, Alter. Ah, okay. Also, mehr oder weniger okay. So, Traumatologie. Patient kollabiert, ja. Ich glaube, hier wird gleich wieder jemand sterben. Patient ist dabei, Klinik zu verlassen. Ja, ha. Kollabiert. Alter, wie viele Leute hier umkippen. Ja, ist kein freier Platz auf der ITS. Ist meine ITS schon komplett voll? Alter. Gelbpfeifer. Kollabierter. So, nächste. Genau, die wird auch weggeschafft. Also, weggeschafft. In Anführungsstrichen. 81 behandelte Patienten. Ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen werden. Morgen eventuell. Weil jetzt sind quasi noch die Auswirkungen in der Nacht. Ich mach mal ganz kurz. Hole ich mir aber noch einen dritten Arzt für die Nacht. So, Anästhesie ist übrigens auch richtiger Quark. Hat hier irgendjemand noch Anästhesie von euch? Okay. So, dann haben wir jetzt auch drei für die Nacht. Dann geht das hier ein bisschen weiter. Ja, kollabiert. Gott, Alter, ist das ein anstrengender Tag heute. 88 Patienten. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Unfall-Events abschließe. Ja, ITS ist nicht frei. I know. Ja, wird abtransportiert. Der nächste kollabiert. Puh. 93 Patienten heute behandelt. Ich hoffe, dass die Zahlen morgen auch nochmal so bleiben. Sally Duffin war letzte Nacht betrunken. Okay. Naja, die Zahlen sind wieder normal. Also 92 werden heute erwartet. Ja, Mr. Allison, ich kann dich nicht behandeln. Auch sie kann ich leider nicht behandeln. Sorry. Müssen wir auch beide wegschicken. Na gut, dann gucken wir mal, was uns der Tag heute dann bringt, also der 43. Die Folge bringt auf jeden Fall nicht mehr allzu viel, denn ich werde jetzt Feierabend machen und euch auf den morgigen Tag verweisen. Nächste Folge Project Hospital dann wieder 12 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Herzlichen Dank, habt einen schönen Tag, haut rein, ciao, tschüss, auf Wiederschauen.